Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Unity of Command 2 Desert Wilds. Es ist ein DLC, der jetzt von heute aus gesehen in einer Woche erscheint, am 14., den ich jetzt schon bekommen habe und darf auch jetzt schon alles reinspielen und zeigen. Und weil ich den Key halt bekommen habe, ist hier oben noch der Hinweis gewesen mit der bezahlten Werbung. Also gehen wir mal rein. Winter 1940. Großbritannien steht alleine gegen Deutschlands Macht. Versorgungslinien des Empires werden zu Lande, zu Luft und zur See angegriffen. Werden sie zerstört, muss Großbritannien um Frieden nachsuchen oder verhungern. Vor diesem düsteren Hintergrund bietet sich das östliche Mittelmeer einen Ort, an dem Großbritannien entsprechend zurückschlagen kann. Die italienische Armee wird in Ägypten und Griechenland schlecht geführt, in Äthiopien schlecht versorgt. Großbritannien hingegen kann auf seine Kolonialtruppen, seine überlegene Marine zurückgreifen. Siege helfen hier, globale Nachschublinien zu schützen, der Heimatfront die heiß ersehnten guten Nachrichten zu liefern. Ja, also wir spielen im Prinzip 1940 und 41 die Briten im östlichen Mittelmeer, beziehungsweise das Spiel teilt es dann in die Briten und die Griechen auf. Und ja, wir kämpfen am Anfang vor allem gegen die Italiener, aber im weiteren Szenarioverlauf müsste dann, denke ich, auch das Afrika-Korps irgendwann auftauchen. Okay, wir sind nicht nur im Mittelmeer, sondern auch noch das Rote Meer entlang in Äthiopien unterwegs. Und aus den, naja, Wüstenkämpfen, ich meine, ergibt sich dann auch der Name Wüstenratten, wenn man das halt einfach mal frei übersetzt. Gut, wir spielen auf klassisch und ja, es besteht schon ein Spielstand, da ist auch eine kleine Geschichte. Es gibt im Moment noch einen kleinen Bug, der zumindest bei mir aufgetreten ist, dass man im ersten Szenario eine Einheit nicht platzieren darf, weil dann das Spiel crasht. Habe ich dem Entwickler auch geschrieben, er hat sich es auch angeguckt, konnte jetzt aber im ersten Versuchen den Fehler bei ihm nicht reproduzieren, also ich hoffe mal, dass es vielleicht einfach nur mich betrifft und oder noch gepatcht wird oder einfach mal sehen. Wir haben ein kurzes Intro. So, 20. Juni, Frankreich kapituliert. Juli, Vichy Frankreich wird gegründet. 20. Juni ordert mehrere Offensiven an in Ägypten. 20. Juni und in Ostafrika. Oktober, Italien erklärt Griechenland den Krieg. Daniels Zugewinne an den Fronten sind eher überschaubar und bis zum frühen Winter sind die Armeen zum Stehen gekommen. Die Alliierten und Griechen bereiten Gegenschläge vor. Diesen Schauplätzen eben wird dann auch das Szenario spielen. Wir sind in der ersten Konferenz, also einem Zeitpunkt, wo man neue Karten kaufen darf, die ganz nützlich sein können in den einzelnen Szenarien oder auch seine Hauptquartiere upgraden kann. Ich sag schon mal, wenn wir auf die Karte schauen, werden wir natürlich Griechen, aber keine Griechen im HQ, im Generalstab hier mit einem HQ vertreten. Das heißt, wir werden griechische Hauptquartiere, denke ich, höchstens in einzelnen Missionen haben. Es gibt auch irgendwo eine Liste, wie viele Szenarien es gibt, so um die 20. Auch mit einem alternativhistorischen Pfad und ja, britische Hauptquartiere hat man häufiger, griechische nicht. Deswegen können wir hier im Moment auch nur unsere Western Desert Force upgraden, aber es müssten noch weitere Akkus dazukommen. Und hier würde ich einfach gerne mal das Unterdrückungsfeuer kaufen, das ist recht praktisch. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel Artillerie die letztlich dabei haben, aber normalerweise ist das immer ganz gut. So, bei den Karten. Wir haben jetzt natürlich keine Opel Blitz mehr, wir sind ja jetzt bei den Briten, aber das Prinzip ist noch das gleiche, dass wir einen neuen LKW kriegen. Oder theoretisch auch motorisierte Kräfte, aber ich nutze es meist als LKW. Tja, und dann Luftunterstützung könnte manchmal auch ganz nett sein, keine Frage, aber wir haben nicht mehr so viel Prestige, sonst nehmen wir hier die Elite-Verstärkung. Der Vorteil ist vor allem, wenn man eine Einheit verstärkt, dass die nicht so viele Erfahrungspunkte verliert.
und dann ist das Geld auch erstmal weg. Die Schlacht um Großbritannien ist gewonnen, doch die Alliierten sind weiterhin im Hintertreffen. Wir müssen der Welt beweisen, dass wir siegen können. Nutze die zunächst bescheidenen Kräfte des Middle East Command, um auf den Kriegsschauplätzen Afrikas und des Mittelmeerraums die Initiative zu ergreifen. Italien ist das schwächste Glied in der Kette und wir greifen zunächst sein Kolonialreich an. Deine Hauptziele sind die Befreiung Äthiopiens und der Schutz des Suezkanals, indem du die Achsmächte aus Ägypten und Libyen vertreibst. Improvisiere mit dem, was du hast, da unsere besten Kräfte noch bei der Verteidigung Großbritanniens gebraucht werden. Ja, wir sehen hier schon mal die ersten zwei Szenarien, danach ist dann die nächste Konferenz, dann hat man wieder einen Schwung Szenarien, danach die nächste Konferenz und so geht das dann immer weiter. Wir haben hier noch eine spezielle Mittelmeerkarte und insgesamt die strategische Karte. Hier hinten werden wir, denke ich, irgendwann auch noch eine eher gesummte Karte kriegen. Und wir fangen hier erstmal an, denke ich, hier in Griechenland an. Ich glaube, die Konferenz können wir dann noch erstmal beenden. Epirus-Offensive. Am 28. Oktober 1940 erklärte Italien Griechenland den Krieg, ohne provoziert worden zu sein. Die Invasion, die auf Mussolinis Befehl aus dem italienisch besetzten Albanien erfolgte, basierte eher auf Wunschdenken als auf konkreter Vorbereitung. Die unzureichenden Kräfte von Mussolini wurden von den 10 griechischen Verteidigern mühelos aufgehalten. Nach 2 Wochen kam die Offensive in Stocken und die griechische Armee ging zum Gegenangriff über. 14 Runden und wie man sieht, ist hier auch kein spezielles Hauptquartier, keine spezielle Gruppe benannt. Den ist ja hier unten bei Kompass. Die westliche Wüste, okay. Muss man wissen, das ist die Weather Desert Force, die hier jetzt im Deutschen westliche Wüste ist. Oder so übersetzt wird. Ich finde es aber auch schön, dass die deutsche Übersetzung drin ist. Als ich gestern und auch vorgestern ein bisschen angetestet habe, da war das noch auf Englisch. Deswegen habe ich das gerade auch eben erst entdeckt mit der westlichen Wüste. Und wir sind in Griechenland und ich kenne die Mission jetzt auch schon ein bisschen vom Antesten und weiß, wo an einer Stelle noch ein Bug war. Ich halt wirklich hoffe, dass das jetzt nur aufgrund irgendwelcher merkwürdigen Sachen nur bei mir auftritt oder der noch gepatcht ist. Es geht darum, eine griechische Kavallerie, die man in Zug 3 in Ioannina platzieren könnte, aber was ich dann lieber nicht mache. So, im Prinzip, ja, wir können unsere Gegenoffensive starten und unser Haku da oben hat noch 2 Artillerie darin. Ja, so kurz mal zur Einführung. Wir haben unsere griechischen Truppen, das sind in diesem Fall die gelben, aufgeteilt in 3 Hauptquartiere. Die Hauptquartiere haben noch unterschiedliche Fähigkeiten. Und wir haben hier jetzt vor allem Infanterie, die hier und da zum Teil Spezialisten drin hat. Das sind diese Symbole hier rechts. Die da mit dem weißen Punkt drin ist Artillerie. Hier das braune, das mit dem weißen drin, das sind Pioniere. Das grüne, das waren glaube ich Aufklärer, die auch unter anderem im Kampf helfen. Wir haben unsere Versorgung, die beruht hier auf diesen LKW-Punkten, wo dann hier noch einzelne LKWs platziert werden können. Also sonst ist häufig Eisenbahn die Versorgungsgrundlage in Spielen, aber hier, hier sind jetzt diese Punkte. Naja, da muss man ein bisschen mitarbeiten und schauen, wie das läuft. Die gegnerische Versorgung läuft. Da oben ist ein bisschen Bahn. Aber es sind vor allem hier 2 Häfen und ein paar daran platzierte LKWs, die bringen halt nochmal dann gut Reichweite mit, je nachdem wie viele man davon baut. Gut, wir haben glaube ich keine Vorbereitung, ne, es geht direkt los. Wir haben unsere Hauptziele, die mit einer Runde verbunden sind, also die Zahl gibt an, wie viel Prestige man kriegt, sobald man das Ziel besetzt hat. Und wenn man es später besetzt als hier angegeben von der Runde her, dann kriegt man weniger Prestige. Aber man muss es auf jeden Fall innerhalb der Szenario-Rundenzahl besetzen, sonst hat man verloren. Dann hat man noch Nebenziele, die man im Zweifel genau bis zu einer Runde halten muss. Deswegen zum Beispiel, wenn wir diese italienische Division hier vernichten, ein HQ-Upgrade und 20 Prestige. Wenn wir den Ort hier einnehmen, wird unser Nachschub noch besser. Wir haben nämlich auch hier noch eine Nachschubwahrscheinlichkeit. Das heißt quasi, auch wenn man theoretisch in Reichweite des Versorgungsnetzwerkes ist, ist es nicht garantiert, weil wir jetzt auch nicht bei 100% sind, dass man wirklich Nachschub kriegt. Und anbei hier ist auch so ein LKW drin. Das heißt, wenn wir Sarande erobern, können wir auch unsere Versorgung nach da vorschieben.
Also wenn wir Corse erobern, kriegen wir noch eine Karte und bei den anderen Zielen vor allem noch mehr Prestige. Gut, dann fangen wir mal an. Wir haben gewohnt, das von Süd nach Nord zu spielen. Wir müssen die Italiener zurückschlagen und ein Stück nach Albanien rein. Und Versorgung wird hier eben ein wenig problematisch sein. Kann ich schon mal sagen. Mir kann hier ein bisschen vor, muss aber nicht angreifen, ist natürlich auch weit außerhalb des Netzes, aber das sollte schon passen. Gut, und sonst das erste große Ziel ist es, diesen Gegner rauszunehmen. Wir hoffen, dass wir den jetzt hier mit einem Angriff schlagen können. Ja. So, wir können HQ upgraden, aber ich glaube halt eh nicht, dass wir das nochmal haben. Oder ich weiß nicht, ich glaube, es gibt noch ein, zwei Missionen in Griechenland, aber ich weiß gerade gar nicht, ob wir dann genau diese Einheiten wieder haben. Deswegen nehmen wir mal das Kostenlose, um hier jetzt nicht zu viel zu investieren. Normalerweise haben Einheiten hier ja auch Anzeigen, wie viele Szenarien man die noch hat. Und weil hier halt nichts ist, glaube ich irgendwie, dass wir die nicht nochmal haben, wenn ich mich noch richtig an das Spielsystem erinnere. So, das ist schon ganz gut, dass der besiegt ist. Dann hier nehme ich hier schon mal übersetzen und ihr setzt da über. Ich meint, wäre auf. Kannst da eine Brücke reparieren, die daneben bei kaputt ist. Hier ist auch eine kaputt. Und meistens ziehen sich die Gegner hier dann zurück. Das war gut, das weiß ich jetzt schon, weil ich das Szenario ein paar Mal gespielt habe. Könntest noch diese Gruppe versorgen. Schau dir mal, du kommst nicht weiter ran. Du mal bis hier. Stellt sich sonst mal dahin und die HQs dürfen dann ja auch noch. Okay, die direkt neben den Gegner zu stellen, ist so eine Sache. Am Ende geht er doch mal anders und rüber, sonst bleibt ihr stehen. Und wir ziehen euch demnächst nach vorne. So, hier oben ist die Frage, will man den Ort direkt angreifen oder nicht? Weil jetzt direkt ist er ein bisschen geschwächt. Zwei Truppenteile sind hier unterdrückt. Sind also irgendwie noch da, aber nicht kampffähig für diesen Zug. Das wird über Dauer regeneriert, wenn man versorgt ist. Das ist halt die Frage, wir könnten ganz brutalen Sturmangriff oder zum Beispiel einen Scheinangriff drauf machen. Mal hoffen, dass das reicht. Scheinangriff machst und du. Gegner zieht eigentlich auch zurück. Sehr schön. Wir kriegen noch einen LKW. Das ist ganz praktisch. Durch den auch direkt einsetzen. Dann können wir nämlich hier. Also, wie weit man hier jetzt quasi an diese Grundversorgung LKWs ranbauen kann. Hat nämlich hundertprozentig genau fünf Felder oder so die Straße entlang, sowas in die Richtung. Mit denen dann schon mal quasi hier vorne einsetzen, dass wir den rausnehmen können. Dann wurden wir noch hingewiesen, dass wir Artillerie haben und die verteile ich erst jetzt nach den Kämpfen, weil diese Spezialisten neigen doch dazu, in Kämpfen immer sehr schnell besiegt zu werden, sagen wir es so. Du bist schon mal da vorne, und dann hast du hier auch auf alles Kommandoreichweite. Ja, ich denke, wir können den Zug beenden. Verschanzt sich. Und da hat auch der Gegner hier Versorgungsprobleme, sonst wenn inzwischen wieder kampffähig. Ja, ist außerhalb der gegnerischen Versorgung. Kann man sich also anzeigen lassen, wie weit die eigene, wie weit die gegnerische geht. Na gut, dann mal sehen, dass wir hier rankommen. Wer kann hier jetzt wen versorgen und wer hat welche Einheiten? Du kannst den versorgen und könntest den versorgen. Du kannst auch zwei versorgen. Aber irgendwer muss ja noch die Brücke hier reparieren, damit das Dauer klappt mit der Versorgung. Sorgst du erstmal die beiden? Lässt dann auch schon mal wenigstens etwas nach vorne. Natürlich ist die Versorgung dann erstmal blockiert und alles. Was ein bisschen ungünstig ist.
Ah ne, hier. Er ist auch außerhalb des Versorgungsnetzwerks, aber wir haben ja einen zweiten LKW. Nicht nur, nee. Weiter da, dann konnte man den nicht platzieren und der Ort gehört uns nicht. Sonst vergrößern wir erstmal den, was auch nicht reicht. Was sagen, aus versorgungstechnischen Gründen machst du lieber nochmal einen Schritt zurück. Mal hier weiter entlang rückt und den Gegner abschneidet. Suchen wir den Gegner, also die Einheiten da demnächst zu umstellen. Kommst mit nach vorne. Auch im. Na gut, du könntest natürlich hier von Süden schauen, ob du ein bisschen Ärger machen kannst. Versorgen wir halbwegs noch ein bisschen rein. Okay, da ist einer drin. Man, ja, man konnte ja mal nachgucken und hoffen. Okay, ich wusste irgendwie auch schon, dass da einer drin ist, weil ich das Szenario ein bisschen kenne. Aber trotzdem, so würde man sie ja eigentlich spielen. So, dann gucken wir mal. Ja, sauberes 3-0. Kuh zieht sich zurück. Wir kriegen ein paar Informationen. Sonst renn du doch schon mal dahin. Und schneid die da auch endgültig ab. Aber du musst dann aus Sicherheitsgründen es. Was haben wir noch an? Nein. Genau, wir haben hier die griechische Infanterie. Sogar noch eine griechische Infanterie, umso besser. Dann könnt ihr das hier ein bisschen zustellen. Und wir uns um den demnächst. Du könntest vielleicht theoretisch hier runterrücken. Irgendwann auch gegen den vorgehen können, der jetzt natürlich auch schon Versorgungsprobleme hat. Läuft doch bis hierhin ganz gut. Jetzt hoffe ich nur, dass die hier auch wirklich ihren Nachschub erhalten. Sehr schön. Bei unseren südlichen Hauptquartieren ist nach der Bewegung... Achso, Logistik ist freigeschaltet, was anderes fehlt. Es ist halt einfach häufig, dass nach HQ-Bewegung vorübergeht mal was nicht funktioniert und sehr häufig hatte ich den Eindruck, dass in diesem Szenario die Logistik betroffener ist. Oder man spielt es nur sehr häufig und schnell in diesem Szenario, das könnte auch sein. Na gut, dann müssen wir... Jetzt steht uns eigentlich die Hauptquartier da im Weg. Versorgung müsste ja auch hier reinreichen, auch wenn... Ja gut, je größer das in Rot ist, desto schlechter kommt da auch was durch. Aber von der Theorie steht halt nur dieses blöde feindliche Hauptquartier da im Wege. Wir auch nicht vorbeikommen. Ich meine, man wäre vorbeigekommen. Der hier gestanden hätte. Baut er sich hier jetzt halt ein bisschen. Und wir müssen versuchen, den demnächst irgendwie zu umstellen. Anbei, wir kriegen eine neue Einheit, diese Kavallerie. Und die zu platzieren, hat bei mir bisher immer einen Bug ausgelöst, der, ja, wo das Spiel gecrashed ist. Oder beziehungsweise ist es eingefroren, dann gab es eine Fehlermeldung und dann hat es sich geschlossen. In der langen Version, deswegen möchte ich die Einheit jetzt nicht platzieren. Wobei so eine Kavallerie halt schon schön wäre, hier vielleicht irgendwie durchzustoßen und die feindliche Versorgung einzusacken. Aber das geht dann nun mal nicht. Ja, gut, und dann dem können wir ja auch warten, bis ihm noch mehr Versorgung ausgeht. Bauen wir uns da ein bisschen. Natürlich schauen, ob wir den irgendwie abgeschnitten kriegen. Wäre es hilfreich, wenn wir diese Einheit schlagen. Dafür bräuchten wir vielleicht von hier mehr Einheiten und dazu schauen wir erstmal, wie es denn hier drüben aussieht. Könnten natürlich schauen, ob wir den einfach runter belagern. Oder mit Scheinangriffen ein wenig schwächen. Ohne Versorgung kann der sich ja nicht hochheilen.
Achso, die Einheit hat zu wenig Erfahrung, um einen Schadenangriff zu machen. Die Artillerie könnten es auch versuchen. Pech gehabt. Also dann stellt euch schon mal da an und macht euch bereit, hier mit dran zu gehen. So, und du könntest hier sonst auch auf den auch schon mal einen Scheinangriff machen. Das schwächt ihn ja langsam und dann können wir den vielleicht demnächst angehen und schlagen. Könnt halt immer noch. Ich würde aber auch sagen, du kannst ja ruhig auch schon mal mit vorrücken. Kann natürlich sein, dass der Gegner hier dann vorübergehend die Versorgung irgendwie blockiert oder so, aber der ist so schwach. Den sollten wir dann in der kürzester Zeit da rauskriegen können. Ja, dann ist die Frage hier. Mal mit nach vorne und wir versuchen den ganz aggressiv zu kriegen. Da ist der Spezialist weg. Der feindliche Spezialist. Ah. Bräuchten wir einen Angriff? Sehr schön, und du kannst auch in deine Position zurück und der Weg hier ist frei. Die ganze Gegend da auch erstmal halbwegs versorgt. Sehr schön. Könntet ihr schauen, ob ihr das auf Dauer nicht noch hier so ein bisschen auch diesen Ort ein wenig abgeschnitten bekommt? Natürlich Hügel versorgungstechnisch nicht gerade die besten Gegenden. Aber wir schauen mal. Hier ist auch keiner. Na, und der hat keine Punkte. Was derweil zwei griechische Infanteristen noch? Man ja noch neu einsetzen. Haben die anderen noch? Nee. Dann können wir den Zug, denke ich, beenden. Und ja, wir haben natürlich diese Kavallerie unter Verstärkung, die aber halt nicht platziert werden kann. Das Haku da immerhin weg, dann wird er auch entlang. So, jetzt muss man beim Platzieren aufpassen, dass man auch ja niemals diese Kavallerieeinheit da annimmt. Wie gesagt, ich hoffe, dass das ansonsten funktioniert und dieser Bug nur aus irgendwelchen Gründen bei mir ist. So, dann müssen wir hier jetzt sehen, den Ort abzuschneiden, Zug 4. Dann gucken, wie man den einnehmen kann, während du den Gegner schon mal rausnimmst. Und hier ist noch unsere Artillerie. Die wird den irgendwie entschanzen. Sonst was müssen. Wir müssen den ja dann ja auch bald einnehmen und von da kriegen wir dann auch unsere Versorgung, um hier entlang weiter zu marschieren. Jetzt aus. Haku ist da nicht mehr direkt in Reichweite. Versorgt werden muss auch keiner. Brücke auch nicht so irgendwie reparieren, angreifen. Gut, du könntest eigentlich schon einen Scheinangriff machen. Naja, warum nicht dann? Der auch schon fast besiegt und weil er eigentlich, denke ich, nicht versorgt wird, sollten wir den im nächsten Zug dann recht leicht attackieren können. So, du hast nur hier unten Einheiten. Lass du auf jeden Fall hier nochmal vorrücken. Ist auch in versorgtem Gebiet, der, okay, der eine nicht, aber das passt schon. Du hast halt da und da Einheiten. Sonst bleibt nochmal stehen und du kannst hier wirklich noch jemanden versorgen. Gut, das läuft. Was machen wir hier? Den Ort irgendwie versuchen abzuschneiden. Ich mal, wenn der da und der da und der von hier. Hoffentlich überleben die das natürlich auch. Und es ist versorgungstechnisch, wird das alles ein bisschen eng. So, der ist am Ende. Letzten 1-1 haben wir aber nicht. Der hier oben bräuchte Versorgung. Ja, und dann die Frage, wie werden wir den los? Artillerieangriff bringt er nicht. 302. Das war Pionier 302. Den abzuschneiden. Das wird eher kompliziert. Bugacek.
werden wir jetzt auch demnächst irgendwie einnehmen. Mir ist nur noch nicht hundertprozentig klar, wie genau. Ja, sonst versuchen den hier jetzt noch schnell besiegen und dann mit ganzer Kraft uns auf den Ort im nächsten Zug zu werfen. Machst du jetzt zum Beispiel noch einen Scheinangriff? Ach. 0-2 und dann geht der Spezialist drauf. Wie immer, möchte man schon sagen. Paar Spionage, ja, wir kriegen den Ort auch nicht einfach von der Versorgung runter. Wirklich aber in Reichweite zu sein, müssen wir den zugegeben in unversorgte Gegenden schicken. Und hoffen, dass das wird und dass wir dann im nächsten Zug irgendwie mit Massenangriff da reinkommen. Hier macht das alles weiter. Der hatte sich schon bewegt. Und ich glaube, wir können den Zug beenden. Ereignisreicher Gegnerzug. So, dann ist wieder ganz wichtig, die Infanterie nehmen. Und die Kavallerie ignorieren wir jetzt einfach. So, du hast jetzt seit zwei Runden keinen Nachschub. Naja, bei ihm ist nach der Bewegung die Logistik blockiert. Wie das halt so häufig passiert bei Hauptquartieren. Aber gut, noch ein Scheinangriff. Es hat sich noch nicht erledigt. Beim Unterdrückten, ja gut, aber es ist einfach absolut kein Angriff mehr drin. Aber wir können sonst hier vorsichtig ein bisschen vorrücken, dass der Kollege zumindest hier wieder in potenziell versorgtes Gebiet rein kann. Und dann schlagen wir den halt im nächsten Zug. Meine Zug. Ja, Zug 6. Das passt. Natürlich schon irgendwie ein bisschen ärgerlich, dass man ihn jetzt nicht vernichten konnte, aber gut. So, du wirst dann nochmal versorgt und läufst dahin. Durch der hier doch eigentlich sogar schon abgetrennt ist. Auf Nummer sicher zu gehen. Natürlich außerhalb der Kommandoreichweite. SAQ kann merkwürdigerweise hier nicht entlang. Ist ja für mich nach Straße aus, aber irgendwie. Ich weiß nicht, ob es spielmechanisch nicht vielleicht doch irgendwas anderes ist. Unsere Versorgung schwach, sehr schwach. Sonst renn meinetwegen erstmal dahin, wenn das den angeblich schon abgeschnitten haben soll. Du kannst vielleicht sonst demnächst von hier da entlang weiterarbeiten. So, ihr kümmert euch alle darum. Dann muss es jetzt irgendwie am besten gelingen. Da rein, aber wie? Angriffe darauf gestalten sich als schwierig. Der hat jetzt einmal keine Versorgung gehabt, weil der selber hier in einer versorgungstechnisch schweren Gegend steht. Und da kriegen wir hier so viele Einheiten, weil wir da mit Masse drauf rennen sollen. Sonst oder so ist der ja nicht. Artillerie wird ihn auch nicht so sehr interessieren sonst. Ich habe nicht so viel Interesse, da jetzt einen riesigen Massenangriff drauf zu befehlen. Wir unfassbar viele Einheiten verlieren könnten, sonst spekuliere ich mal, dass der vielleicht im nächsten Zug wieder nicht versorgt wird. Weil es da schon irgendwie Versorgung in der Nähe ist, aber. Halt auch in einer Position steht, wo es Glückssache ist, ob was ankommt. Genauso wie unser Kollege. Bei denen könnten wir ja jetzt wieder. Oder du machst auch noch hier einen Angriff. Können wir den im nächsten Zug recht gut schlagen. Gut, und dann hoffen wir mal, dass der da nicht versorgt wird. Ihr steht alle hier soweit. Und du kommst noch mit nach vorne.
Sehr schön, der hat nicht voll versorgt, wie auch immer, es sind nicht alle von dem Kampf bereit. Aber jetzt kriegst du erstmal ganz schnell Notfallversorgung. Du am besten auch. Natürlich gefühlt mal wieder alle in der Gegend. So, sehr schön. Gehen wir auf 90% hoch und haben noch ein bisschen Prestige. Jetzt müssten wir im Prinzip unsere LKW von hier hinten nach da vorne bauen. Wenn wir das so bauen, sind in diesem Zug die Hauptquartiere auch noch innerhalb der Versorgung oder im nächsten Zug auch. Heißt, dass die auch sich darauf konzentrieren, hier möglichst viel auszugeben. Ihr habt auch jeweils seit einer Runde nicht, dann gebt mal dem zwei Runde hier was. Und du gibst auch eher deinen Einheiten da vorne was. So, der Ort gesichert. Neben einen Panzer zu stellen ist gefährlich, aber wie ich die KI kenne, die nicht unbedingt angreifen. Den Ort verteidigen und da zumindest eine halbwegs kampftaugliche Einheit steht. Hoffe ich jetzt gerade zumindest. Also hier auch schon mal vor. Die müssten Hauptquartiere auch mit, damit ja. Wundergut, noch hast du sie alle in Reichweite. Und schief gehen, du. Sonst mal hier zum Beispiel mit entlang. Ja, das wird irgendwann demnächst alles wieder versorgt sein. Zur Not arbeite mit dem Hauptquartier zusammen. Du gehst dahin, damit wir den da auch ja abgeschnitten halten können. Was das ansonsten hierzu, dass wir den Ort demnächst hoffentlich einfach erobern können. So, wie sieht's hier aus? Immerhin 1-1. Gegen Artillerie würde weiter wahrscheinlich nichts erreichen. Ja, dann würde ich sagen, versuchen wir es jetzt im Sturmangriff. Ein Spezialisten verloren, was ist los? Ah, sieht aber womöglich so aus, als ob man ein Ende hat, wo keiner unserer Einheiten mehr in den Ort marschieren kann. Nee. Dann wird wahrscheinlich der Gegner noch mal kurz reinmarschieren, aber dann sollten wir den eigentlich auch schlagen können. Ja, versorgt werden muss hier keiner. Stärkung ansonsten. Da unten auch keiner. Gut, ich würde sagen, wir können den Zug beenden. Läuft natürlich wieder ein. Und nachschauen. Ja, es ist wirklich nur den Reiter, der aber halt nicht platziert wird. Sehr ärgerlich ist natürlich, dass das ein bisschen Prestige kostet, dass der jetzt nochmal reinlaufen konnte. So, und jetzt wissen wir von der Versorgung her. Aber wir könnten den sogar weiter vorne schon platzieren, den LKW. Auf jeden Fall jetzt dringend hier platzieren, weil jetzt von hier Versorgung kommt. Können wir den hinteren rausnehmen? So, dann schaut mal, Leute. Wir haben hier alle schon seit. Ne, der hat erst seit einer Runde. So, theoretisch ist er dann auch versorgen und dann hätte ich schon ganz gerne, dass du jetzt auch noch einmal mindestens näher ranfährst, um auch wirklich jeden zu haben. So, du kannst noch den versorgen. Theoretisch auch deine Einheit. Ja, du belagerst den Ort weiter. Und ein 10-11, da haben wir noch einen Moment Zeit. Also ihr jetzt versorgt, wie ich denke, wir könnten versuchen, den zu schneiden. Noch kommt man nicht durchs Gebirge, aber das müsste ja bald funktionieren.
Da einfach zu und den auch runter belagern. Hier schon über den Fluss setzen. Das lohnt auch nicht. Ich meine, sonst könnt ihr erstmal noch abwarten. Macht euch hier bereit, dass wir im nächsten Zug genügend Angreifer für da haben. So, und ihr könnt den hier problemlos rausschlagen. Und diesmal dann auch tatsächlich dieses Feld für uns in Besitz nehmen. So, Problem. Obwohl bis dahin haben wir Versorgung. Und Hauptquartier kann... wenn dem noch was austeilen, müsste aber vielleicht mal vorziehen. Nee, reicht immer noch nicht. Meinen den jetzt ins Nirgendwo zu schicken? Technische Nirgendwo. Ob das sein ist, ich meine, jemand, der noch diese Runde Versorgung hat. Mal ein bisschen vorlaufen. Wenn der schön weit käme, theoretisch, die gegnerische Versorgung der Hafen und der Hafen, wenn wir den schon mal abschneiden würden, würde das hier vorne alles gar nicht mehr funktionieren. Trotzdem würde ich eher sagen, du läufst noch einmal zurück in versorgtes Gebiet. Du stellst dich sonst hier unten mit an, dass du auf Dauer da mitkämpfen kannst. Solltest du auch schon näher ran? Da noch insgesamt ein bisschen näher ran. Sehr schön, der Ort abgeschnitten. Schauen wir erstmal hier. Du darfst dir eine Versorgung abholen und dann auch hochoffiziell diesen Ort abschneiden. Gemeinsam mit anderen Einheiten. Mach dann das schon mal dicht. Theoretisch, ja. Da wieder vom Haku zu weit weg. Weil die Kommandoreichweite könnte gehen, sobald wir dieses Feld da haben. Schauen wir, im Hinterland ist niemand mehr. Das heißt, das da decken und ihr müsstet jetzt den schlagen. Und so das Ziel hier in Besitz nehmen. Der hat auch keine Versorgung, interessant. Steht ja auch in einem Nebenziel drin. Und apropos Versorgung, wir müssten, denke ich... ja, wenn wir diesen Punkt ausbauen, wird das schon besser. Können wir dich versorgen? Das ist nicht das Spannendste, aber... hier die in nächster Zeit doch irgendwie noch Versorgung kriegen. Ausnutzen, dass man da schon Schläge setzen kann. Genau, die meisten. Dann können wir hier, denke ich, auch schon mal anfangen, über den Fluss zu setzen. Jetzt erstmal noch da. Vielleicht kriegen wir die hier oben irgendwo noch abgeschnitten. Gut, kannst du noch... den kannst du noch versorgen und hast dann hier auch erstmal alles in Reichweite. Vielleicht kriegen wir sogar noch die Bonusziele. Das wäre schön fürs Prestige, muss ich sagen. So, und du hier oben, dir geht es zwar schlecht, versorgungstechnisch, aber du kannst dir einfach mal den feindlichen LKW mitgehen lassen. Dann geht es ja auch erstmal wieder und ihr könntet hier noch schauen, ob ihr ein wenig ausrücken könnt. Und jetzt den Ort auf jeden Fall auch garantiert umstellen und du bleibst im Ziel. Du hast hier übers Gebirge einfach keine Kommandoreichweite. Kommst doch irgendwie da nicht so recht entlang, sonst bleibt da einfach stehen. Ja, ich würde sagen, es sieht doch bis hierhin ganz erfreulich aus. Hat irgendwer sonst noch etwaige Einheiten oder so zum Neuverteilen? Nein. Der Ort sollte ohne Probleme fallen. Einzige Thema ist natürlich, die haben hier einen Hafen. Das heißt, diesen Ort kann man nicht einfach einkesseln, weil die ja immer versorgt sein werden.
Vielleicht gerade. Wie zum Beispiel bei dem Ort, den kann man jetzt ja einfach abwarten in zwei, drei Zügen. Kann man den Panzer einfach so schlagen? Die spannendste Frage, wie sehr wir vielleicht hier entlang kommen. Beziehungsweise sagen wir erstmal, jemand, der. Du sorgst schon mal dafür, dass wir das einnehmen. Ich habe ein paar Informationen erhalten, aber noch nicht so viele. Ihr deckt das alles hier. Natürlich wieder knapp außerhalb der Reichweite. Eben sehen, wen wir hier versorgen können. So, dann könntet ihr schon mal hier hin. Wahrscheinlich auch außerhalb der Versorgung und alles. Ja, das ist jetzt halt im weiteren Szenarioverlauf ein bisschen kompliziert, wie man das irgendwie hinkriegt. Da muss man sehen, wen man noch erreicht mit den Hauptquartieren. Niemanden in diesem Fall. Ach, du gehst zu dem da oben. Gehst aber eigentlich in versorgtem Gebiet. Also du kannst ruhig nach vorne. Jetzt schon mal dahin. Position können wir mehr oder weniger so lassen, beziehungsweise kann man denn hier könnten vielleicht versuchen, den zu schlagen, dass wir schon an die Stadt selber vielleicht bald rankommen. Oder ihn zumindest einigermaßen zu schwächen. Ah, sehr schön. Auf dem Feld. Da ist sogar potenziell versorgt. Und der Panzer sitzt weiter da fest. Ihr kümmert euch alle darum. Jetzt wird mich hier brennend interessieren, ob man. Ah, da steht einer, ob man da rankommt. Ah, tatsächlich. Und das versorgt uns dann auch nochmal in der Gegend sehr freundlich. Okay, und du stehst wirklich auf dem Zielfeld. Ich hatte das bei früheren DLCs ja schon mal, dass eine Einheit ganz knapp daneben stand. Das war nicht so lustig, als das dann gefallen ist. Aber dann kann man das, denke ich, so stehen lassen. Und das Problem an dem Ziel ist jetzt natürlich da. Steht ein HQ drin und es hat eine eigene Versorgung und alles wird ein bisschen kompliziert, da reinzukommen. Also ihr, wobei das ist auch eine feindliche Einheit. Also im nächsten Zug der Panzer fertig, er verliert dann Stärke und alles. Wobei im nächsten Zug natürlich auch ein bisschen Prestige verlieren will. Eigentlich für diesen Zug. Naja, gut. Falsch geklickt. Wollte doch einen Scheinangriff machen, nicht einen richtigen Angriff. Oh, war ja. Läuft es eigentlich ganz gut und dann stellt man so einen Unsinn an. Ich hoffe, der Panzer rückt ja nicht aus und schnappt sich unsere Versorgung und fährt dann einfach in den Ort zurück. Da kann jetzt nämlich auch. Keiner so richtig. Also, du gehst mal daran, dass zumindest. Das war jetzt ein blöder Fehler. Ich hoffe, also, wir müssen mal schauen, wie die KI das nutzt. Du wirst ansonsten versorgt. Müsst ihr vielleicht auch mal die feindliche Verschanzung wieder runternehmen? Alles hat ja gut geklappt. Notfalls muss man schauen, ob man da einen Sturmangriff macht. Du sorgst derweil da wieder unsere Truppen und dann sind auch viele Gegner hier mit Versorgungsproblemen. Jeder zum Beispiel demnächst auch. Ja, kesselt die da halbwegs ein. Da, du bleibst da stehen, das passt schon. Mich ärgert jetzt, was ich gerade hier unten angestellt habe. Und wir müssen echt schauen,
Wenn der feindliche Panzer das vernünftig ausnutzt, dann wird das jetzt nochmal richtig ärgerlich in dieser Mission, die bisher doch hier eigentlich so sauber lief. Zieht den aus der Stadt raus, bringt einen neuen rein. Okay, der Panzer macht nichts. Dann wurde einfach nur eine unserer Einheiten kaputtgeschlagen. Müssen wir den jetzt natürlich doch mal besiegen, weil bisher haben wir nur 10 Prestige verloren. Auch nicht so tragisch. Na gut, muss doch der aushelfen. Stellt sich da einfach aus Sicherheitsgründen rein. So, hier. Noch nur ein 2 zu 1. Kann man das feindliche Akku aus Spaß weiter vertreiben, müsste dann aber auch demnächst mal in versorgtes Gebiet zurück. Ja, hätte die weiter umstellt, die auch demnächst schwächer werden. Also es geht vor allem noch um diese Stadt hier. Ja, mit Artilleriebeschuss rächt man da halt nicht viel. Müssen halt zum Beispiel diese Verschanzung darunter kriegen. Was aber gerade nicht so sonderlich gut läuft. Tja, oder wir bringen mehr Einheiten auch schon mal in Position. Nicht nur auch schon mal den einen oder anderen Feind, du stellst den noch mit zu. Und du. Beziehungsweise, wenn du im nächsten Zug keine Versorgung erhältst, dann kannst du den nicht angreifen. Aber hier soll angeblich versorgt sein. Natürlich auch irgendwie seine Versorgungsprobleme, aber das wird schon. Ah, du könntest dann und dir dann deine Versorgung abholen. Hier wäre noch ein Pionier, der womöglich da auch im Angriff ganz hilfreich wäre. Sonst mach dich auch schon mal damit auf und du bewachst die Stadt. Schauen wir mal, was der anstellt. Nimmt da ein Feld ein. Das ist nicht so tragisch. Wir müssen jetzt demnächst hier eine Stadt erobern und du. Gut, bist auch jetzt ein bisschen weit draußen, aber. Wird schon. Die Gegner haben derweil aufgegeben. Du hast leider keine Versorgung erhalten. Dann. Geh oder geh dahin zurück. Noch versorgen lassen. Ja, naja, das wird schon. Eine Frage jetzt, wie kommt man da rein? Und mit Pionieren hätten zum Teil, ja, man einen Gegner erschöpft. Das ist aber jetzt nicht so das Wahre. Natürlich, ja, das ist auch noch von dem da hinten. Will ich mit Scheinangriffen versuchen, Artillerie bringt es einfach nicht. Halt unsere Einheiten hier versorgen. Oder Scheinangriffe machen und dann schauen, ob die Pioniere irgendwas erreichen. Panzerung runterzukriegen hat in letzter Zeit ja auch nicht viel geholfen. Oder man kann es doch nochmal. Pionier futsch. Der hat leider keine Versorgung. Ja, hätten wir mal einen Gegner getroffen. Ich hoffe doch, ihr verteidigt diese Stadt da drüben, dass ihr das schon hinkriegt. Und wenn da ja auch noch irgendwer entgegenkommen, naja, dann schauen wir mal, ob es im nächsten Zug hier noch was werden können. So, eins gut, der wird auch nicht mehr eine Bedrohung sein, dieser Gegner. Und hier ist unsere Einheit jetzt
dabei, sich aufzulösen, und wir können auch nicht viel machen. Ja, der gehört immer gut da hinten. Naja, gut. Der sich auflöst, ja, ohne den Pionier. Die hat keine echten Chancen hier drüben. Artillerie interessieren die sich weiter nicht. Griffe. Da sind die zum Teil hier auch einfach nicht versorgt für. Und wenn wir die jetzt halt alle mit Notversorgung hochziehen. Haben wir einfach nicht mehr die Punkte zum Angreifen. Wir können es noch so irgendwie versuchen, wobei der darf keinen Angriff machen. Du mit einem bei Runden nicht versorgt, ja. Er gehört zu dem HQ da oben und ist sowieso von allem außer Reichweite. Ist immerhin drei. Man könnte irgendwie einen verzweifelten Großangriff versuchen. Auf hoffen, dass man da mal Glück hat. Hat hier aber halt immer noch 4-0. Jetzt auch nur 2-1. Erstmal versorgt werden, bevor, aber warte, er hat noch 1-0. Ich die Einheit zurück. Jetzt hoffe ich nur noch, dass der noch in die Stadt reinlaufen konnte, das überlebt. Gut, der wird sich auflösen, aber der Rest ist dann auch nicht mehr so wichtig. Hat es dann noch im Massenangriff glücklicherweise funktioniert. Schauen wir mal, ob die Italiener hier noch zurückschlagen. Nein, sehr schön. Dann konnten wir doch tatsächlich alle Ziele abschließen. Okay, ich kannte jetzt die Mission ein bisschen ungefähr, worauf man achten muss, aus ein bisschen mit dem Testen, ein bisschen mit dem Bug mit der Kavallerie. Deswegen wusste ich auch ungefähr, was zu tun ist. Was haben wir denn hier? Okay, Pokracek. Bisschen weniger. Gut, hier fehlen auch 10 Punkte, aber alle Bonusziele. Da haben wir doch erstmal wieder ein gut gefülltes Prestige-Konto, würde ich sagen. Könnte dann auch das Szenario an dieser Stelle beenden. So, wir haben das Szenario an sich abgeschlossen. Wir haben noch Meilensteine freigeschaltet. Okay, gewinne das Szenario. Es gibt halt manche Meilensteine, die einfach nur sind, gewinne ein Szenario. Ich finde die jetzt nicht so spektakulär. Aber dann gibt es wieder andere, die man wirklich für besondere Erfolge nur kriegt. Und hier zum Beispiel haben wir Flore erobert, diese Stadt so gerade noch. Ja, historisch hat die Stadt also standgehalten. Da ist das hier schon besser gelaufen. So, und wir haben vor allem 10% Nachschub. Es müsste dann auch für weitere Szenarien gelten. Deswegen diese Nachschubprozentanzeige, das baut sich quasi über eine ganze Kampagne auf. Weil man kriegt manchmal ein bisschen Malus rein. Und dann kann man aber immer wieder Ziele erobern, die einem wieder was raufgeben. So, ja gut, Verluste. Spezialisten ist halt schon häufig... da mal ein paar drauf gehen. Ansonsten denke ich ganz in Ordnung. So, nach dem Sieg der Epos Offensive machen wir dann weiter demnächst bei Kompass 1. Ich werde jetzt wahrscheinlich täglich um, glaube ich, 19 Uhr erstmal hier das ganze DLC spielen, denke ich. Wird auch ein mittellanges oder längeres Projekt. Und dann am 14. ab dann könnt ihr es natürlich selber spielen und auch schauen, ob ihr mehr als 291 Punkte macht. Wir werden sehen. Dann aber damit an dieser Stelle erst wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.